day I'm shuffling, every day I'm shuffling. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Let's Fest Zombies. Hurra, they even found a way onto your roof. Oh, sie haben sogar einen Weg gefunden auf mein Dach. Oh mein Gott. Das sind ganz schön nervige Zombies, Junge. Du wirst diese Kohlkatapulte brauchen, um hier dein Dach standhaft zu halten. Vergiss das nicht und dann bist du auch gut sein und sowas. Ja, lol, was ist das denn für einer? Bungee-Zombie, also die können wir anscheinend irgendwie von oben auf unsere krassen Viecher hier drauf springen. Ja, wir haben Kohl jetzt bekommen. Ah, warte doch, wir haben jetzt hier die hier. Is twice as much sun as a sunflower, requires sunflower. Genau, ich glaube, die nehmen wir mal. Das ist nämlich so eine Twin-Sunflower, die habe ich mir gekauft. Ja, die ist viel besser halt. Das hier und noch irgendwas, das hier. Jetzt haben wir richtig viele Pflanzen. Ja. Ja, jetzt spielt sich das Ganze auf dem Dach ab. Nur viel lustiger ist, dass wir dafür Blumentöpfe brauchen. Was zum Geier? Ja, Tatsache, weil hier oben auf dem Dach kann man nichts pflanzen ohne Rasen halt, ne? Doof. Und jetzt haben wir wieder Sonnenblumen und Tag und kein Nebel und Freisicht und ach, ist das schön. So schön, so schön. So, jetzt probieren wir einfach mal das Cola-Pult aus. Das schießt doch hier schon richtig kraftvoll. Nur es braucht ein bisschen zum Schießen, sehe ich. Oh, das braucht schon etwas. Alter. Okay, gut, dass da oben alles in der ersten Reihe jetzt erstmal kommt. Na komm. Okay, da ist kommt noch einer. So. Ja, so doof ist jetzt, wir haben jetzt hier nur irgendwie drei. Nur so ein paar Blumentöpfe. Was ist denn da los? Wieso? Oh lololololol, da kommt schon so ein Pisser, ey, ganz ehrlich. Was soll das? Lol, das geht nicht! Wie, das geht nicht? Ach, leck mich doch. Schieß! Oh Gott, 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 gib mir Sonne! Lol, die kommen! Kommen unheimlich nahe. Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, scheiße. Gib mir noch eine Sonne. Ja, gut, jetzt, schnell. Schieß! Alter, das ist doch so krass! Alter, das geht voll ab, Junge! Das geht voll ab! Lol, was geht hier ab? Alter. Nein! Alter, ich komm gar nicht mehr mit. Alter, es geht so viel zu schnell. Alter, das geht viel zu schnell. Nein. Lass meine Pflanzen. Ey, das ist doch scheiße. Nein. Boah. Alter, wieso leckt denn das jetzt? Achso, ja, klar. Alter, ich bin hier überfordert. Krass überfordert sogar. Jetzt zeige ich euch mal diese. Gleich noch eins da oben, dann sind wir sicher. Und zwar so eine Sonnenblume, die 150 macht. Also Doppelsonnenblume. Die geht einfach nur ab, Junge. Und zwar, wenn ich es euch zeigen kann, noch eine Sonnenblume, dann seht ihr die Power, die dahinter steckt. Da zum Beispiel. Ja, so sieht sie aus. Sie gibt halt mehr. LOL! Was? Alter, wurden da viele gesetzt. Was? Zum Geier. Meine Mutter. Die gibt halt auch viel. Geht halt schneller und bla 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 bla.
Alter. Okay, man kann diese Erbsen anscheinend doch nicht setzen. Schon ganz unfair, ey. Schieß. Oh Gott, er trifft nicht. Diamant. Oh Gott. Na endlich. Das, was ich schon immer vermisst habe, und zwar Blumentöpfe. Ja, ich habe die Blumentöpfe. Ein Blumentopf. Lässt dich am Ding. Hallo Nachbar. Ich hab dir ein paar neue Items so zum Verkaufen. Ja, guck mal hier. So, ja, da. Ist ganz toll. Was haben wir denn hier? Oh. Okay, merken wir uns das. Wir brauchen 3000. Dann können wir nämlich so eine Defense für unser Dach kaufen. 9 Slots. 20.000. Ey, die sind auch krass, die hier. 10.000. MG, Alter, ein MG. Wir machen erstmal weiter, würde ich mal sagen. Der Schock LP ist Roof. Und da sind sie alle. Und Alter, sind das krass viele. Aber wir können halt aber noch nicht so viel planten im Moment. Was ist denn das jetzt? Doch, eine Jalapeno können wir mal machen. Oder ne, eine Chili-Bombe. Was sollen wir denn noch nehmen? Aber mehr kann ich jetzt nicht nehmen, leider. Ja, Level 5-2. Ich guck mal immer, dass ich so je nach Folge 2 Level mache. Das kriegen wir nämlich immer gut noch von der Zeit hin. Es sind aber meistens so 17 Minuten, also ihr habt da 17 Minuten so Zeit, das Video euch anzuschauen. Das ist doch mal cool, oder? 17 Minuten Folgen sind immer cool. Ja, jetzt sollte ich mal ganz schnell planten und ja, ich war so doof und habe erstmal eine Blume gepflanzt. Ja, komm jetzt hier, mach mal. Gib mir. Hallo. So. Es wird natürlich auch wieder knapp, aber wie immer. Boah. Mehr als knapp. Ah, okay. Ja. Was gibt's noch zu sagen zu der Woche, zu der Tageszeit? So. Also mir geht's ganz gut so im Moment. Im Moment noch ein bisschen entspannt. Alles ist okay noch. Mal gucken, wie es abläuft so im Laufe der Woche. Schule hat ja wieder angefangen und so, wieder neue Woche und so. Bäh und so. Und boah. Naja. Man kommt da schon irgendwie durch, auch wenn man es hasst. Und ich muss da ganz schnell was machen, weil da kommt wieder so ein Pilonenhans. Pilonenhans, yeah! Der geht ganz schön ab, ey. Aber er fällt auf 2 Schuss von dem Kohlrabi, zerstückelt je ein Bruchstück. Ist mir aufgefallen. Okay, lololol, Vorsicht. Kommt einer. Okay, alles cool. Er ist tot. Lololol, das ist jetzt gar nicht gut. Da kommt ein Stabhochspringer. Was machen wir? Ja. Lass mich überlegen. Bam! Ja, was anderes ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Ja, genau, ne? Aha. Sicherlich. Genau, ja. Mach nur. So, tötet Stampfi doch. So, ist gut. Ganz gut. Finde ich gut. So ist gut. Man hört mich noch. Test. 1, 2. Ja, ich habe das Mikro nicht deaktiviert. Das ist schon mal was Positives. Jetzt mache ich hier mal so Doppel-Sonnenblume, weil die gehen schneller. Wesentlich schneller. Das ist ein guter Vorteil. Und jetzt kommt schon eine Welle. Boah, nee, ich kann nicht. Das ist mir zu krass schon, ey. Stabhochspringer? Ja, nein. Okay, nein. Na gut.
der Sonne. Sunshine Lollipop. Okay. Und die nächste machen wir einfach mal. Sieht alles noch ganz gut aus. Alles noch okay. Alles noch okay. Alles noch okay. Geld. Wow. Wow, kriegen wir da Geld. Habt ihr es gesehen? Das war nochmal hier. Mit Power. Lololololol. Da ist ein Eimer. Eimer. Was machen wir? Das machen wir. Noch eine Reihe machen wir einfach. Wie kriegen wir das schon hin? Ah, krass. Nein. Jetzt kannst du mal knicken. Alter, komm! Was mache ich? Mach den hier. Alter, da kommen noch welche. Fuck! Improvisieren. Scheiße. Töte sie! Oh lol. Ja, da kommt noch einer, das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ist sie nicht. Ist meine Armpflanze in Ruhe. Alter, scheiße. Alter, ich habe 300 und ich bin einfach nur so inkompetent. Irgendwas auf die Reihe zu bringen. Alter, wie sie kommen! Guckt euch das an! Alter! La, klei, klei, la, 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 la. Okay, Plan. Bam! Alle weg! So ist gut. Oh. Alter, ich brauch das. Ich muss das kaufen. Mal gucken, ich habe hier keine Defense. Wenn hier irgendein Zombie durchkommt, bin ich geliefert. Geliefert! Juhu. Geliefert. So, töt ihn. Alles cool. Oh, wir kriegen ja. Alter, meine Maus. Psychische Probleme. Okay. Konzentration jetzt. Okay, alles gut. Wir lassen einfach diese Kürbisse da vorne stehen. Das ist doch eine Idee, oder? Das ist doch eine gute Idee. Einfach die Kürbisse da stehen lassen. Kürbis da. Aber ich mache einfach Kürbisse hin, dann fressen die das und die haben dann hier schön ihren Spaß. Fickt euch doch alle weg, ey. Klaro. Fick dich. Oh Gott. Wenn es knapp wird. Okay. Alles cool. Idee. Oh, was ist denn das denn? Gibt's heute Mais zum Abendessen oder was? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist das Maiskapult. Maiskatapult. Es schießt Maiskörner auf die Zombies. Und Butter. Butter schießt sogar. Mais mit Butter. Dass die Zombies quasi einfriert für einen kurzen Moment. Sie bleiben einfach auf der Stelle stehen. Sie bewegen sich nicht. Für diese 3 Sekunden vielleicht. Immerhin besser als gar nichts. Ich würde mich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ja. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder wie immer in der nächsten Folge. Nächster Tag. Jeden Tag kommt wahrscheinlich Plants vs. Zombies. Vielleicht gibt es auch keine Folge. Das werdet ihr dann mal sehen. Mal gucken. Ich weiß ja nicht. Ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.